So, wir sind hier auf der Schiffswerft Hermann Bartel. Die Werft wurde 1799 von meinem Ur-Urgroßvater gegründet und befindet sich an der Baggerelbe. Die wurde deshalb hier an dieser Stelle gegründet, weil es früher die Einfahrt zum Blauer Kanal war. Aus dem Grunde sind wir jetzt hier und aus dem Grunde bauen wir jetzt seit 1799 Schiffe. Erst wurden Holzschiffe gebaut und seit 1890 werden Stahlschiffe hier gebaut. Mein Urgroßvater war der Erste in dieser Gegend, der Stahlschiffe gebaut hat. Und so ging es lang hin, bis mein Großvater dran war. 1972 ist die Werft verstaatlicht worden und 1990 haben wir sie wiederbekommen. Und seitdem leite ich die Werft hier. Wir haben uns spezialisiert nach der Wende, besonders auf kleinere Schiffe, besonders für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Anfang der 90er Jahre haben wir den Schiffstyp Spatz entwickelt, den wir über 100 Mal an die Verwaltung verkaufen durften. Es war ein großer Erfolg und ist heute noch in ganz Deutschland fahren die Schiffe von unserer Werft auf allen Flüssen. Des Weiteren haben wir schon Schiffe gebaut fürs Ausland, mal für Kamerun und Sudan. Da war es besonders erlebnisreich und so haben wir den Schiffbau mal vorangetrieben. Dieses Schiff, was wir heute ins Wasser gelassen haben, ist wie das NLWKN, das ist der Niedersächsische Landesbetrieb für Küstenschutz und was weiß ich noch. Und dieses Schiff ist für die Vermessung vorgesehen zwischen den Halligen und dem Festland. Diese Vermessung ist besonders wichtig, weil immer dieses Land dazwischen versandet, damit die Schifffahrt immer aufrechterhalten werden kann und auch gewisser Küstenschutz wahrgenommen werden kann. Dieses Schiff soll Ende Oktober in Dienst gehen. Deshalb war heute Stapellauf und jetzt werden wir die Motoren in Betrieb nehmen und die Vermessungsanlage. Das war's.